Ja, wir haben ja das letzte Mal oder wir haben schon mal gehört, dass Steuergestaltung keine Steuerhinterziehung ist. Steuergestaltung ist ganz legal. Im Beispiel, wenn zum Beispiel ein Unternehmen hier große Gewinne machen würde, aber zum Beispiel ihre Patente und ihre Markenrechte in eine Patentbox in einem wohl ausgesuchten Ausland platziert, dann muss das Mutterunternehmen jeweils, wenn sie das Recht als Kauf, diese Lizenz benutzen zu können, natürlich eine Lizenzgebühr bezahlen. Und auf diese Weise, durch Bezahlen der Gebühr, wird der Gewinn in Deutschland zum Beispiel oder im Sitz des Mutterlandes des Unternehmens zu null oder jedenfalls sehr niedrig werden. Und der gesamte Gewinn ist plötzlich im Ausland. Legal. Und jetzt hatten Olaf Scholz und Bruno Le Maire schon 2018 die Idee zu sagen, mal angenommen, in einem Ausland sehen wir einen Gewinn, der in dieser Weise dorthin verlagert wurde, und der wird vielleicht nur zu 5% besteuert. Ist natürlich sehr ärgerlich, weil natürlich dann die Unternehmen, die in einem Mutterland sitzen, bei dem es vielleicht mit 15% besteuert wird oder möglicherweise mit 30%, jedenfalls lohnt es sich, diesen Gewinn in dieses Niedrigsteuerausland zu verlagern. Und deshalb war die Idee von Olaf Scholz und Bruno Le Maire zu sagen, lass uns eine Mindestgewinnbesteuerung machen, die global geht. Eine globale Mindestgewinnbesteuerung. Und die funktioniert eigentlich relativ einfach. Wenn in der OECD mit inzwischen nur 130 Staaten verabredet wird, dass wenn ein Gewinn dieses Mutterunternehmens zum Beispiel in Deutschland in einem Ausland gefunden wird, der nur mit 5% besteuert ist, dann gibt es den Informationsaustausch zwischen den Steuerbehörden, zwischen den Finanzämtern und dann kann in dem Mutterland dieser Gewinn, der dort nur zu 5% besteuert ist, mit 10% nachversteuert werden. Und diese Idee der Nachversteuerung in dem Land zeigt schon, insgesamt, egal wohin ich meinen Gewinn bringe, wird immer mit 15% besteuert. 5% in diesem Beispiel, wo der Gewinn jetzt zu sehen ist, und 10% nachversteuert im Muttersitz. Wenn zum Beispiel nur 2% versteuert werden, könnten 13% nachversteuert werden am Sitz des Unternehmens im Mutterland. Also wir sehen, jetzt lohnt es sich auch gar nicht mehr, den Gewinn dorthin zu verlagern, wo 5% oder weniger zu bezahlen sind, weil es wird nachversteuert und man landet immer bei 15%. Und jetzt sehen wir, dass diese Mechanik, dass die Konzerne sich aufgrund des Konkurrenzverhaltens der Staaten immer reicher werden und die Staaten immer ärmer. Das ist damit aufgehoben und das ist eigentlich die geniale Idee der globalen Mindestgewinnbesteuerung, weil damit auch aufwendige Gestaltungen und Gewinnverlagerungsmechanismen aufgehoben werden können. Jetzt hören wir gelegentlich, dass wenn diese globale Mindestbesteuerung eingeführt wird und Gewinne, die im Ausland sehr niedrig besteuert werden, in dem Mutterland nachversteuert werden, dass dann die Unternehmen ihren Sitz verlagern. Also das erste Gegenargument ist, dass das natürlich eine weltweite Vereinbarung ist, aber das viel Wichtigere ist, man muss sich ein bisschen anschauen, wie die Länder eigentlich aussehen, in denen diese Steuern so extrem niedrig erhoben werden. Denn wenn ein Land so extrem niedrige Steuern hat, dann ist auch die Infrastruktur extrem schlecht. Und in den Ländern, in denen diese großen Unternehmen ihre Sitze haben, da gibt es ein gutes Ausbildungsumfeld. Man braucht natürlich immer wieder gut ausgebildete Leute. Man hat eine sichere Jurisdiktion, also ein gutes rechtliches Umfeld. Beispiel, wenn ich dort klage, weiß ich, ich habe ein Rechtssystem, das sozusagen ordentlich funktioniert. Man bekommt sozusagen sein Recht. Es gibt eine innere Sicherheit, gutes Polizeiwesen. Es gibt eine große Stabilität im Land. Man merkt, es gibt viele andere Gründe, sich irgendwo anzusiedeln, insbesondere natürlich auch die Marktnähe. Also an kleinen Inseln, die sich als Steueroase darstellen, das ist keine Marktnähe, die werden lediglich als Kapitaldurchleitungsposten benutzt. Aber da wird man nicht an sich so ansiedeln, um eine Produktion aufzubauen, Wertschöpfung zu realisieren. Deshalb denke ich, man kann ganz gelassen sein, wenn über 130 Staaten sich jetzt schon zu dieser globalen Mindestbesteuerung bekannt haben, dann merkt man schon, es gibt eine weltweite Bewegung, um hier zu einer größeren Fairness zu kommen. Und letztendlich dienen gute Staatswesen auch großen Unternehmen. Und das wissen die Manager natürlich auch. Und deshalb habe ich keine Sorge, dass es zu solchen Verlagerungen in größerem Stil kommt.